Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft Explorer. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was euch erwartet? Ich probiere mal das hier. Pestilence in... Oh. Sprachen lernen, Bubble. Bei jedem Klick... und die Geschwindigkeit, wie schnell der Block tickt, ist halt... Alter! Boah! Sprachen lernen, Bubble. Oh mein Gott, ich gebäre gerade Kinder. Oh nein, ich fahre in Lava. Ich muss hier raus. Scheiße. Mann! Oh, dieser Feuereffekt ist so nervig. Ich schwöre bei Gott. In der letzten Folge haben wir ja diese wunderbare Elytra aus dem End geholt und ein bisschen den End-Dungeon erkundet. Und ja, Leute, ich habe ja gemeint, so, jetzt kann ich auf keinen Fall sterben, weil die Schwierigkeitsstufe sehr hoch ist. Ah, warum? Ah. Ja, war wohl doch nicht so. Ja, deswegen werden wir jetzt auch uns diese Folge damit beschäftigen, hauptsächlich, dass wir die Ausrüstung verbessern von uns. Und zwar, wir werden, ich habe ja auch schon einiges vorbereitet dafür, ich habe ganz viele Chorus Flowers hier gefarmt und ständig mit der Gießkanne hier nachgewachsen und immer die ganzen Chorus Flower abgebaut und dann das ganze Konstrukt wieder abgebaut und neu platziert mit der Chorus Flower, um die zu vermehren. Und noch dazu habe ich diese kleine Farm hier gebaut und mir schon mal 4 Ember Seeds platziert, weil ich brauchte Ember, denn ich brauchte für das Crystallized Obsidian Ember. Das ist auch eine wichtige Zutat. Da muss ich mir auch jetzt auch demnächst hier die Farm hier fertig bauen, damit wir da auch nebenbei so automatisch Ember bekommen. So, jetzt ist auch wieder, hey, ich schmeiß mal die Dark Oakwood Slabs weg, weil ich muss manchmal hier das zubrauen, weil ansonsten kommen kleine Mini-Zombies durch und ja, ihr hört es auch schon, die ganzen Monster sterben hier wie wild. Die töten sich ständig gegenseitig. Die Mob-Farm läuft. Ich habe es ein bisschen geleert, aber sie überfüllt sich immer wieder. Und da muss ich jetzt wirklich schauen, dass ich bald das Sortiersystem hier ausbaue. Oh, und was ich diese Folge auch noch ebenfalls machen möchte, ist in Nether gehen und dort auch meine verdammten Sachen endlich mal wiederholen. Weil, ja, ihr wisst ja, die Gaskönigin hat uns so viel genommen. McCrispy Chopper. Es tut mir leid. McCrispy Chopper. Ja, mit Crispy Chopper. Die Leute werden es verstehen, die Folge geschaut haben. Okay, gut. Jetzt sehen wir die ganzen Kokosflower, die Amber und die Emeralds. Und machen uns schon mal hier ein paar Crystallized Obsidian. Und dann nochmal daraus dann mal direkt eine Hose. Das war das erste Rüstungsteil, was ich jetzt hier komplett ausbauen wollte. Deswegen ich auch gleich ein paar Hosen craften werde, um dann halt die ganzen Verzauberungen von den Hosen auf die neue Crystallized Obsidian Hose zu machen. So. Gut, dann nehmen wir mal hier das Crystallized Obsidian und machen uns die Crystallized Obsidian Hose. Die werde ich aber noch nicht anprobieren. Ich werde jetzt hier direkt eigentlich sogar, dass sie wieder in der Kiste reintun. Brauchen wir gerade nicht. Okay, die Ordnung ist okay. Das geht so. Warum hier ganz viel Dirt ist und ganz viel Bone Meal und ganz viel Rotten Flash? Und zwar hat mir der liebe Fallen Cupid in die Kommentare geschrieben, dass ich mir mal von Random Things die Fertilized Dirt mache. Weil mit der Fertilized Dirt wächst alles wesentlich schneller. Und die macht man sich halt aus Knochenmehl, Rotten Flash und Dirt. Gut, aber damit werden wir uns gleich. Ich werde jetzt erstmal hier schauen, dass ich mir ein paar... Okay, ich crafte mir tatsächlich noch mal ein paar neue Hosen. Und dann können wir die gleich eigentlich eben schnell verzaubern. Genug Lapis hätte ich. Jetzt müsste ich mir nur noch hier aus der Kiste mit dem Eisen hier ein paar Hosen craften. 4 Stück sollten reichen. Gut, jetzt hätten wir die Hosen. Jetzt können wir eigentlich direkt hier mit den neuen Verzauberungen... Oh mein Gott! Bitte! Bitte 6. Warte mal. Wie viele extra Herzen habe ich dann? Um regenerieren. Ich müsste, verdammt nochmal, 6 extra Herzen dadurch bekommen. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Okay, nächste. Tombstone und Sobern haben wir schon. Ja, Blast Protection. Mage Affinity und Blast Protection. Ja, das ist okay. Unbreaking 6, das nehme ich auf jeden Fall. Swift. Ich probiere mal das hier. Pestilence in... Oh. Sprachen lernen, Bubble. Mann, ich kann nicht sprechen. Pestilence Odium XVI. Und das gibt mir nochmal 12,5 und Rebounding. Ja, gut. Rebounding, eher nicht so nützlich tatsächlich. Kann ich nicht so gut gebrauchen. Aber dann nehmen wir erstmal jetzt hier die ganzen Bücher und machen die ganzen Verzauberungen runter. Hier ebenfalls. So. Gut, damit hätten wir nochmal einiges mehr an verzauberte Bücher. Ich werde auch jetzt, glaube ich, tatsächlich jetzt schon anfangen. Die Eisenhosen wollte ich jetzt nicht. Ich werde tatsächlich jetzt schon anfangen, alle Verzauberungen von den Hosen hier zu disenchanten und gleich mir die besten raussuchen aus der Kiste und sie zu kombinieren.
trainieren. So, jetzt wird die Hose fertig. Disenchanten. Swift 2, nice. Unbreaking 4, das ist auch nicht schlecht. Swift 2. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich das Swift überhaupt haben will, um ehrlich zu sein. Oh, Wetter haben wir auch noch. Nice. So. Oh, das ist schon voll. Okay, gut. Dann füllen wir mal die Kiste hier mit verzauberten Büchern. Oh, und keine Sorge, Leute. Bald wird es auch wieder ziemlich viel Action geben. Denn ich werde die Schwierigkeitsstufe höher stellen wieder, sobald ich meine Rüstung fertig habe. Denn, ja, vielleicht lag es auch daran, dass ich zwischendurch einfach so fast gar keine gute Rüstung habe, weswegen ich ständig gewonshottet wurde. Unter Umständen, ja. Aber das wird sich heute ändern. Was nicht schlecht sein wird, ist Vitae. Da suchen wir jetzt mal die ganzen Vitae-Bücher raus hier. Vitae 1, Vitae 2. Und tatsächlich können wir das eigentlich direkt jetzt hier drauf tun auf der Hose, dass wir damit dann jetzt schon 6 extra Herzen haben. Das Vitae tue ich einfach mal wieder hier rein. Da können wir das später kombinieren. Jetzt muss ich schauen, was habe ich auf meiner Brustwarte. Da habe ich Protection. Gut. Ich will tatsächlich wahrscheinlich auch weiterhin Protection haben. Deswegen nehmen wir jetzt mal alle Protection-Bücher raus. Hier ist das eine. Hier ist Protection 3. Protection 4. Protection 3. Protection 3. Protection 3. Oh, nice. So. Und was wir jetzt machen, wir kombinieren alle möglichen Bücher. Zuerst mal die Protection 3 Bücher. Da haben wir Protection 4. Hier ist nochmal Protection 3. Nice. Jetzt haben wir Protection 5. Oh, und da ist der Amboss kaputt gegangen. Na gut. So, jetzt haben wir das und das hier kombinieren. Protection 5. Protection 6. Super. Und jetzt tun wir es hier drauf. Jetzt haben wir Vitae 6 und Protection 6. Was verdammt gut ist. Das nächste, was wir drauf machen werden, ist Unbreaking. Dann nehmen wir jetzt erstmal hier Unbreaking 5. Unbreaking 3. Unbreaking 3. Unbreaking 5. Oh, nice. Unbreaking 4 haben wir noch. Ja, hier haben wir noch Unbreaking 4 zum kombinieren. Unbreaking 3. Unbreaking 5. Unbreaking 4. Unbreaking 4. Okay, tatsächlich. Vielleicht spare ich mir bestimmte Unbreaking-Bücher auf. Also auf jeden Fall diese Unbreaking 3 Bücher. Die werde ich auf keinen Rüstungsteil haben. Können wir sie auch direkt kombinieren. Habe ich noch hier was? Na, ansonsten ist sie nur Unbreaking 4 oder höher. Gut, können wir das Unbreaking 3 Buch eigentlich direkt wieder hier zurückpacken. Und dann nehmen wir einmal Unbreaking 4 und Unbreaking 4 haben jetzt Unbreaking 5. Oh, hier ist sogar Unbreaking 6. Perfekt. Unbreaking 4 und 4. Jetzt habe ich Unbreaking 5. So, jetzt habe ich Unbreaking 5, Unbreaking 5, Unbreaking 5. Hier habe ich kein Unbreaking tatsächlich. Das überrascht mich. Aber was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist Unbreaking 6 auf meine Hose drauf zu tun. So, jetzt hätten wir das auch. Und die ganzen Unbreaking 5 Bücher kann ich wieder zurückpacken. Das ist eigentlich auch gar nicht schlecht. So, jetzt nehme ich Soulbound. Denn, nee, nicht Golem Soul. Auf keinen Fall Golem Soul. Tombstone Soulbound. Damit ich diese Hose auf immer beibehalte bei mir. So. So, wenn ich sie jetzt anprobiere. An sich bin ich recht schnell. Ich könnte versuchen, da nochmal Swift drauf zu machen auf die Hose. Aber nicht, dass ich zu schnell bin. Swift 5. Will ich so viel Swift drauf haben? Ja. Okay, ich mach das mal. Ja, ich bin wesentlich schneller. Und ich habe nicht mal die Nimble-Verzauberung auf meinen Schuhen. Denn ich könnte noch über meine Schuhe hier noch viel mehr Geschwindigkeit bekommen. Aber das ist mehr als genug. Das ist wirklich mehr als genug. Zum Beispiel auch jetzt mit dem Multi-Jump. Ich bin so schnell unterwegs. Ihr seht es auch gerade. Das ist echt krass. Gut. Oh, das hat jetzt auch einiges an XP gekostet. Aber ich hoffe mal, dass das getan hat. Gut, jetzt hätten wir die Crystallized Obsidian Leggings. Mit Vitae 6, Protection 6, Unbreaking 6, Tombstone Soulbound und Swift 5. An sich gar nicht schlecht. Wir hätten ja auch noch Wands. Wie oft haben wir das bekommen? Nur einmal. Na gut. Werde ich das wahrscheinlich auf meine Hose drauf machen. Ich werde schauen, dass ich mal ein Protection-Buch hier, Protection, das hier raus tue und damit meine Brustplatte etwas verstärke, falls ich hier noch etwas übrig habe davon und nicht alles hier komplett kombiniert habe. Ah, scheinbar doch. Was willst du, ha? Grifter? Ja, verzieh dich. Und selbst wenn du mich getroffen hättest. Oh ja, das erinnert mich hier an den Wolf. Ich sollte unbedingt ihn mal zurückholen. Für alle Fälle behalte ich mal einen Monsterball immer im Inventar. Boah, Alter, ich bin so schnell, das ist so geil. Da behalte ich eben einfach immer einen Monsterball im Inventar, das ich mir dann mitnehmen kann. Und tatsächlich hat das einer mal in die Kommentare geschrieben. Ich weiß gerade auch nicht wer, aber man kann man hier mit lila Farbstoff, das crafte ich mir eben schnell, einen Warpstone machen. Und was dieser Warpstone macht, man kann man einfach mit dem Warpstone durch die Dimension reisen. Und das hätte ich gebraucht in bestimmten Situationen. Ihr wisst ja noch, ja, eine Folge beim Limbo. Ja, das war keine schöne Erfahrung. Überhaupt nicht. Nein. Seid deutlich erschrocken. Was ist das? Das war traumatisierend. Und jetzt sollten wir hier ein bisschen von der Farbe nehmen. Dann nehmen wir ein bisschen von den Poppies. So, und Lapis Lazuli. Und jetzt sollten wir 4 Purple Dye bekommen. Brauchen wir eigentlich nur ein Emerald und 4 Enderperlen. Da können wir uns das gleich hier craften. Muss ich hier nur schauen. Okay, eins mal kann... Okay, den Smart bleibt dort. Den brauche ich zum Craften. Den kann ich hier nehmen. Und die ganzen Enderperlen. Davon kriege ich ja verdammt viel hier. Ich habe auch schon 2 Stacks Diamanten. Und unbedingt muss ich aus den Gastränen bald hier ganz viele Seeds machen. Und die hier anpflanzen.
Denn ihr wisst ja, Leute, ich hatte ja mal vor, mit dem Melter hier die ganzen Gastränen, die durch die Farm hier produziert werden, zu schmelzen und das in XP umzuwandeln. Zu schmelzen. Ja, richtiger Voice-Crack, Dominik. Richtig cool, Mann. So, jetzt wäre es Tag. Jetzt können wir hier die 4 Enderperlen an den Seiten tun und außenrum Purple Dye. Jetzt haben wir den Warpstone. Oh, damit kann man einfach direkt zu seinem Spawn hier teleportieren. Also, wenn ich das nächste Mal wieder so ein rotes Portal finde, werde ich mich auf jeden Fall daran setzen, dass ich hier unseren Hund befreie. Und vielleicht sollten wir ihm auch mal einen Namen geben. Bislang hat er keinen guten bekommen. Ich habe ja mal gefragt, so, nach Namen. In der nächsten Folge ist er dann aber in der Dimension verschwunden und wir haben ihn seit Folge 14 nicht mehr gesehen. Mittlerweile schon Folge 35. Ah, ich meine natürlich, mittlerweile ist schon Folge 36. Und ja, das ist, ja, ein bisschen lange her. Boah, das gefühlte Monate her. So, bevor wir uns gleich mal hier in den Nether begeben, wollte ich noch eben eine Sache austesten, denn Cupid hat ebenfalls noch mir einen Vorschlag geschrieben, nicht nur das mit dieser Fertilized Dirt, mit Random Things, sondern noch was anderes, und zwar, das zeige ich eben, man macht eben hier das Glas hier rein, dann macht man hier 2 Diamanten, 3 Gold, eine Uhr und 2 Lapis, da kriegt man Time in a Bottle. Und das sammelt Zeit, und was man damit machen kann, man kann man Sachen beschleunigen. Könnte es mal hier, glaube ich, testen mit rechts, die kann man es nutzen, oder? Ah, verstehe. Also diese Time in a Bottle, sie nutzt die Zeit, wenn man einen Block rechts klickt und die Tickrate wird erhöht. Quasi, es wird einfach viel schneller und man kann man das halt, je nachdem, kann man pro Tick, beim ersten Trick verbraucht es 30 Sekunden und beim zweiten Nutzen dieser Time of Bottle verbraucht es 60 Sekunden, danach 120, beim vierten Mal 240, beim fünften Mal 480 und bei jedem Klick, und die Geschwindigkeit, wie schnell der Block tickt, wird halt bestimmt, Alter! Sprachenlernen, Bubble. Deutsch ist die Sprache, die hab ich drauf, richtig drauf. Halt pro Klick wird es einfach umso mehr schneller, doppelt so schnell. Deswegen wird es auch immer doppelt so viel Zeit verbrauchen pro Klick. Ihr seht es ja, 30, 60, 120, 140, 480, so immer verdoppelt. Und ich kann nur eins in meinem Inventar haben. Und ich versuche das jetzt mal hier. LOL, seht ihr das? Jetzt wird die Zeit verbraucht. Oh, yo. Und jetzt wachsen die einfach. Yo, die wachsen einfach viel, viel schneller. Und wenn ich jetzt hier mit der Gießkanne hier rübergehe, solltet ihr möglichst schnell wachsen. Ich glaube, die arbeiten jetzt doppelt so schnell, denke mal. Und ich glaube, würde ich die zweimal anklicken, dann würden sie viermal so schnell arbeiten. Das könnte richtig praktisch sein, wenn ich zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel... Warum mache ich das auf einer Kiste? Oh mein Gott, warte, sammelt es auch Zeit, wenn es in der Inventar ist? Ja, okay, sammelt Zeit. Aber warum beschleunigt die Kiste? Das macht keinen Sinn. Da könnte ich mir bald diese Wither Skeleton Seeds machen und dann die Time Bottle nutzen, um ultraschnell hier Wither Skeleton Essenz zu holen. Und dann könnte ich mir ganz viele Köpfe davon machen. Das wäre auch nicht schlecht. So, dann hätten wir das jetzt ausgetestet. Die Time Bottle bleibt auf jeden Fall im Inventar drin, so wie der Warpstone und dem Monsterball. Falls wir jemals den Hund retten wollen. Gut, wir haben jetzt eigentlich die Hose fertig. Ist eigentlich gar nicht schlecht für den Anfang. Wir werden uns in der nächsten Folge natürlich um die anderen Rüstungsteile kümmern. Aber bevor ich mich dabei jetzt weitermache, wollte ich jetzt eben in den Nether und meine Sachen holen von damals. Denn ich habe... Oh, warte, das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das Ember kann ich echt gut gebrauchen für die Rüstung. Ich tue es einfach mal hier in der Mystikalkulturkiste und in der Fusionkiste auch. Wasser brauche ich jetzt auch nicht. Die kaputte Ironlings brauche ich auch nicht. Das Eisen tue ich erstmal jetzt hier wieder. So, und jetzt gehen wir mal in den Nether, damit wir dort unsere Sachen abholen können. Und ich glaube, ich klatsche mal ebenso die Gaskönigin. Ah, ich bin rausgelaufen. Und ich glaube, ich könnte mal so eben schnell die Gaskönigin wegklatschen. Denn ich habe jetzt Multijump. Und Chopper werde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so gebrauchen. Deswegen, weil ich einfach, viel schneller unterwegs bin fast. Okay, ich bin nicht wirklich viel schneller unterwegs. Aber um einiges schneller als sonst. Und ich kann jetzt auch quasi fliegen. Kann halt so oft springen, wie ich möchte in der Luft. Okay, Multijump 4 ist jetzt nicht unendlich oft. Aber oft genug, um halt so extrem schnell unterwegs zu sein, was verdammt krass ist. Oh, hier war die Brücke. Und hier war... Oh, ja, jetzt geht es auch viel schneller. Jetzt können wir die ganzen Leute abklatschen. Jetzt haben sie auch nicht mal so unendlich viel HP. So, Gaskönigin. Zeit, mich zu revanchieren. Komm her, du verdammte Tante. Wo bist du, ha? Oh, nein. Ja, ich besieg dich. Oh, nein. Okay.
Ein Apfel essen. Extra AP. Oh nein, ich fall in Lava. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Scheiße, 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 scheiße. Oh nein, ich fall in Lava. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Scheiße, 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 scheiße. Gut, alles gut. Ich schaff das schon irgendwie. Ich muss einfach nur hier rüber. Oh, ich bin so richtig tief hier in der Lava drin und unterm Stein. Oh nein. Komm, ja, okay, gut. Jetzt komme ich hier raus. Man, ich habe nicht beachtet, dass ich nicht unendlich hochspringen kann. Ich dachte so gerade eben, ja, du kannst jetzt in Ruhe, chillig. Oh, verdammt, Alter. Habe ich gerade Schaden bekommen und wurde instant nach unten gekickt? Oh, wie lange will ich denn noch brennen? Okay, das hat jetzt 30 von der... Oh, ich darf auf jeden Fall nicht dieses Multijump 4 verlieren. Mann! Oh, dieser Feuereffekt ist so nervig. Ich schwöre bei Gott, ich lande die ganze Zeit... Ey, ich springe. Und dann kriege ich Schaden und dann werde ich runtergekickt. Genau das! Ey, seid noch nerviger, Alter. Was soll denn der Scheiß? Ich brauche Fire Resistance oder so ein Scheiß. Oh, jetzt hör doch mal endlich auf zu brennen. Danke. So, 2, 3. So, 1, 2, 1, 2, 3. So, wo ist die Gas? Nein! Nein! Okay, nein. Du wirst jetzt nicht fallen. Gut. 1, 2. Oh, Mann, ich schaff's irgendwie gerade nicht. Okay. 1, 2, 3. Hier ist mein Grab. Aber wo ist die Gaskönigin? Sie ist weg. Habe ich sie besiegt? Dann müsste ich doch die Quest hier erledigt haben. Ah, nee, weil ich... Oh, ja, ich kann es gerade nicht abholen, weil ich zuvor die Quest nicht abgeholt habe. Weil das ja resettet wurde. Oh, yo, ich habe jetzt einiges. Nein! Meine Sachen! Oh nein, meine Sachen! Oh, das kann nicht dein Ernst sein. Weißt du was? Ich brauche diesen Gastspawner nicht mehr. Weg damit! Ich brauche ihn einfach nicht mehr. Ganz ehrlich. Oh, was auch immer ich da gerade verloren habe. Ich hoffe, es war nichts Wichtiges. Okay, was haben wir denn alles hier noch? Cobblestone kann weg. Stonebricks kann weg. Das Holz nehme ich mit. Soulstone brauchen wir es nicht. Aber das Illuminati-Pad haben wir wieder. Ja. Okay, Leute. Jetzt öffnen wir mal das Illuminati-Pad und mal schauen, was für eine geile Scheiße wir bekommen. Ach, Hektal. Embers Rekindled. Das ist ein Baublock. Wow. Großartig. Richtig toll. Oh, aber ich habe noch eine Potion of Sorrow. Okay, das mag zwar jetzt spontan sein. Aber vielleicht mache ich nächste Folge wieder den Urgast mit meiner neuen Ausrüstung dann. Und dann könnten wir sie auch dann sehr wahrscheinlich besiegen. Das sollte dann ebenfalls kein Problem sein. Aber habe ich gerade überhaupt... Ich glaube, ich habe diese Potion of Sorrow von ihr bekommen. Oder als ich gerade das... Ich glaube, ich habe es selber. Ja, als ich das gebraucht habe, hatte ich 3. Das stimmt. Ja, gut. Das hat sie mir jetzt nicht gedroppt. Ich weiß nicht, was mir überhaupt die Urgast hier, die Agaskönigin überhaupt gedroppt hat. Das weiß ich gerade wirklich nicht. Aber okay, gut. Hätten wir das jetzt auf jeden Fall geklärt. Ihr wisst ja noch, was für eine Tortur das war, meine Sachen zu holen. Bin in der Folge gefühlt 1000 Mal gestorben und nee, es war einfach, das war viel zu viel, wirklich. Ist ebenfalls noch ein Grab von mir, aber da ist wahrscheinlich nichts drin. Ja, da ist Müll drin, da ist nur diese Aubergine-Seeds, die ich mir eben schon abgefarmt habe. Oh, ist das nervig, wenn ich brenne und springen möchte. Oh, es tut so gut, wenn ich die One-Shotten kann. Okay, fast. Passt. So, jetzt sind wir auch zu Hause wieder angekommen und ich sehe gerade, was ist das hier? Spore. Infested. Ich bin infiziert? Und aus mir kommen Sporen? Sind das meine Kinder? Oh mein Gott, ich gebäre gerade Kinder. Ah, was ist das? Hä? Hä, aber wow, ich hatte richtig viele Prudentium-Äpfel in meinem Grabstein. Hä? Was ist denn das? Okay, die Amethyst-Axt brauche ich jetzt nicht. Die kann ich eigentlich wieder hier reinpacken. Ja, es sind meine Kinder. Ihr bleibt hier, Leute. Aber die werden die ganze Zeit weggestoßen von dem Block hier. Ich glaube, ich missbrauche gerade körperlich meine Kinder mit diesen Introduction-Pulser. Und die werden durchgehend durch die Wand gedrückt. Oh mein Gott, das ist so brutal. Ich bin ein schlechtes Elternteil, ich schwöre. Aber ja, die können ja meinetwegen in der Wand ersticken. Ja, mir ja nicht egal. Okay, gut. Was war das für ein Geräusch? Jetzt hätten wir das erledigt. Ich würde jetzt mal eben schnell mein Inventar aussortieren. Und dann sehen wir uns gleich. Und dann können wir uns gleich weiterhin mit einer anderen Sache bewidmen. Ich muss nur eben schnell mein Inventar einsortieren. So, jetzt hätte ich mein Inventar aussortiert. Jetzt können wir uns gleich hier weiterhin mit der Rüstung hier beschäftigen. Mit den Verzauberungen. Ich habe mir auch überlegt, dass ich mir jetzt noch zuvor nochmal hier die ganzen Seeds hier nehme. Alle möglichen Seeds. Nature Seeds. Lapis Lazuli Seed. Rabbit Seeds. Nectar Quartz Seed. Oh ja, die ganzen Quests. Oh, Alter, yo,
ich krieg ja verdammt viele Quests, weil ich in der Theorie ja scheinbar nie diese Seeds gecraftet habe laut dem Spiel. Mega toll. All die ganzen Sachen brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt, aber ich werde zum Beispiel Water Seeds werde ich nicht gebrauchen. Da, was da rauskommt, werde ich nicht gebrauchen. Labs könnte ich gebrauchen, Eins zu gebrauchen, Nature Seeds auch. Rabbit Seeds nicht unbedingt. Es sei denn, ich höre mir noch einen Job an, der wir Hasenbeine haben, ne? Aber nee, lieber nicht. Und warum ich die jetzt hier einfach alle anpflanze, ist, damit wir diesen Fertilized Essence hier bekommen. Und da ist ja eine 10%ige Chance, dass wenn ein Crop hier abgebaut wird, dass das droppt. Und wenn ich da mehrere von solchen Ressourcen-Crops habe, ist die Chance eigentlich recht hoch, dass wir dort was bekommen. So, jetzt wäre das hier alles eingepflanzt. Ich will tatsächlich nochmal hier eben, ich will hier nochmal eben was herstellen, denn der liebe Fallen Cupid hat mir noch ebenfalls einen Tipp gegeben. Ohne Witz, der hat so viele Tipps gegeben. Und da werde ich jetzt erstmal jetzt hier diesen Tipp befolgen, und zwar diesen Power Diamond Anvil machen. Das ist ein Amboss, der repariert einfach alles, wirklich alles, mit Strom. Und da müssten wir eigentlich jetzt nur noch hier 3 Diamanten raussuchen. Und tatsächlich glaube ich nochmal, ja, ich brauche 4 Diamanten, ein Buch und nochmal Obsidian, denn wir müssen zuvor nochmal hier einen Verzauberungstisch machen. Dann nehmen wir mal die 4 Obsidian, die 2 Diamanten und das eine Buch. Jetzt hätten wir das Enchantment Table. Jetzt brauchen wir 3 Eisenblöcke, aber das ist ebenfalls kein Problem für mich, denn ich habe genug Eisen. Zack, so. Und jetzt bräuchten wir nur noch Redstone für den Power Diamond Anvil. Jetzt müssen wir hier 3 Eisenblöcke, 2 Redstone, ein Enchantment Table und 3 Diamanten. Jetzt haben wir den Power Diamond Anvil. Und der funktioniert ja mit Strom. Warte mal, ich muss mal eben kurz hier ein bisschen Stroh nehmen für das Cowpad, denn es hat Hunger. Und es wird mich auf jeden Fall später so oft den Arsch retten. Ihr wisst ja, wie nützlich das ist. Oh, ich merke gerade, ich muss hier eben die eine Spitzhacke wegtun, die ich nicht brauche. Tue ich aber mal jetzt mal hier rein. Und dann platzieren wir mal diesen Power Diamond Anvil. Ich würde sagen, dass ich den einfach mal... Ja, hier ist das Kabel, wo die ganzen Items kommen. Hier ist das Stromkabel. Dann würde ich mal sagen, platziere ich das einfach mal hier hin und nehme mir dann direkt die ganzen Kabel hier, die ich mir schon mal vorbereitet habe, und verlegen das Kabel so, dass auch dieser Power Diamond... Ja, der läuft auch schon mit Strom. Der wird sich auch langsam jetzt befüllen. Ja, der kriegt gut was an Strom. Es überrascht mich, dass die Farben durchgehend laufen kann, obwohl er eigentlich durchgehend so Strommangel hat. Ich glaube, der nimmt sich immer genügend Strom. Und jetzt können wir jetzt mal testen. Das hier hatte zum Beispiel 945 Haltbarkeit. Jetzt tun wir das mal rein. Jetzt hat es 958. Und jetzt hat es 959, 960. Es repariert sich jetzt langsam. Ja, ihr seht, die Durability geht immer höher. Und damit werde ich in der Lage sein... Oh, da ist schon wieder was explodiert. Richtig? Ja, ich muss das Loch wieder schließen. Ansonsten kommen hier kleine Zombies und nerven mich zu Tode. Das wäre nicht toll. Ja. So, dann nehmen wir eben das Dark Oak Wood hier und machen daraus eine Dark Oak Wood Slab. Ich glaube, ich behalte mir das lieber im Inventar auf. Und das Papier sollte ich eigentlich in der Tomcraft Ruhe tun. Wir könnten auch eigentlich so demnächst jetzt eigentlich wieder auch mit Tomcraft weitermachen. Finde die Mod eigentlich recht toll und würde da gerne weitermachen. So, das Papier tue ich aber mal hier rein. Denn wir werden ganz viele Theorien machen müssen, damit wir weitermachen. Denn man muss noch die ganz viele Theorien herstellen und erlernen, damit man in den ganzen Bereichen von Tomcraft hier über weiterkommt. Oh, jetzt muss ich erstmal hier die ganzen Sachen abholen. Jetzt habe ich Potion of Sorrow. Ich müsste nochmal den Urgas besiegen. Da könnte ich mir nochmal 25 XP hier absahnen. Aber erstmal will ich jetzt hier nochmal die ganzen XP-Sachen hier abholen. Nature Seed gecraftet. 25 Gold 3 XP. Water Seed gecraftet. 25 Gold 3 XP. Hier nochmal für die Coast Seeds. Für die Iron Seeds. Für die Nether Quartz Seeds. Für die Rapid Seeds. Für die Lapis Lazuli Seeds. Ich glaube, was ich mir nochmal... Ich habe hier eigentlich... So, Leute. Erstmal noch eine Sache hier. Erstmal eine Frage an euch. Ich hätte sogar eine Bitte. Schreibt mir mal bitte. Ey, Leute, bitte. Ich weiß, einige von euch so. Schauen sich in Ruhe die Folge an. Geben gegebenenfalls ein Like so. Und dann war es das für die. Versucht es. Schreibt irgendwas. Egal was. Ich versuche drauf einzugehen, wenn es für mich Sinn macht. Also für mich das zu tun so. Okay? Und ich wollte mich nochmal für den ganzen Support bedanken und dass ihr so viel Verständnis hattet, als ich für eine Zeit einfach, ich hatte seit einer Woche nichts hochgeladen, weil es mir einfach echt nicht gut ging und ich meine Auszeit nehmen musste. Ansonsten hätte ich mich nicht erholen können. Und da fand ich so nett von euch. Ey, die ganzen lieben Kommentare und hier die ganzen Leute, die mir gute Besserung gewünscht haben und gesagt haben, dass ich es in ruhig angehen sollte. Das ist mir echt wirklich ein gutes Gewissen gegeben bei der Zeit, als ich gar nicht so wirklich hochgeladen habe. Okay, gut. Würde ich mal sagen, nehme ich mal die ganzen Bone Meal hier und das ganze Rotten Flash und können eigentlich direkt hier, können wir uns eigentlich direkt Fertilized Dirt machen. Machen wir das hier so. Und ich glaube, das ging so mit Bone Meal und außenrum Rotten Flash, richtig? Jetzt haben wir Fertilized Essence.
Kann ich mal Hallo? Okay, ich wollte schon sagen, das ist ja kurz rumgebackt. So, jetzt haben wir 2 Stacks Fertilized Dirt. Ich will mir tatsächlich sogar noch mehr machen. Leider habe ich nicht den Inventarplatz dafür. Dann mache ich erstmal hier das eine und craften uns... Hi, Zombie! Verzieh dich, Zombie. Tatsächlich, Leute, ich hab eine Idee. Ich werde demnächst, glaube ich, so ein bisschen mehr bauen wieder mal. Ich glaube, das könnte auch richtig cool sein. Dass wir mal unser Haus hier fertig bekommen. Aber eine Sache, die ich noch machen will, ist eine Mauer. Ich will eine Mauer bauen. Ja, oder mit so einem Sicherungssystem. Dass ich hier in der Basis keinerlei Probleme habe. Was habe ich bekommen? Wow. Oh mein Gott. Wie toll. Alter, das ist ja so toll. Oh mein Gott. Ich habe Limestone Twin Crystal Glass bekommen. Wie sieht's aus? Und es ist kaputt. Ja, was habe ich erwartet? Das ist Glas, Dominik. Ich dachte kurz, das wird einfach gar nicht kaputt gehen. So, so dem nicht. So, sind wir hier die ganze Rotten Flat. Zombie! Lass mich in Ruhe! Danke! Danke für die Healing Salve. Danke. Die heilende Salbe. Die hat mir geholfen. Jetzt nehmen wir auch das ganze Rotten Flesh, das Knochenmehl und machen uns wieder 2 Stacks von den Fertilized Dirt. So, jetzt haben wir 4 Stacks. Ich frag mich, ich glaube, das sollte genug sein. Das ist ja Farmland ganz normal hier. Und wenn wir das jetzt mal hier ersetzen mit Fertilized Dirt, ist es auf jeden Fall... Ja, okay. Und kann man das jetzt... Ich glaube, damit kann man schon was anpflanzen. Ich probiere das mal. Ah, damit kann man noch nichts anpflanzen. Okay, ich werde mich dann in der nächsten Folge mit sowas beschäftigen. Vielleicht können wir dann unsere Farm auch noch ebenfalls aufwerten, um halt noch mehr zu produzieren. Ihr werdet auch schauen, dass ich hier nochmal hier mit der Bottle of Time hier und mit den Wizard-Skeleton-Seeds noch ein bisschen arbeite. Und mit den ganzen Golems. Aber ja, das war's tatsächlich sogar mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr nichts mehr vom Let's Play verpassen wollt, dann bitte abonniert mich doch auf YouTube. Das würde mir sehr viel Freude bereiten. Und gib dem Video einen Kommentar und einen Like. Alter, lass mich meine Abmoderation machen, Bruder. Ich will mich verabschieden hier, Mann. Und noch ein bisschen so geiern, dass ich Kommentare, Likes und ein Abo bekomme. Ich meine natürlich, um halt meine... Und gib dem Video noch einen Like, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.